Wohnung zu kündigen, bevor er überhaupt eine neue bezahlbare Wohnung hat. Wieso sind wir gegen generelle flächendeckende Fahrverbote in Stuttgart? Weil sie keine Lösung sind. Keine Lösung für uns Bürger. Fahrverbote schränken unsere persönliche Freiheit und unsere persönliche Mobilität ein. Weil Fahrverbote einer kalten Enteignung gleichkommen. Weil es nicht nachhaltig ist, Fahrzeuge zu verschrotten, die noch einige Jahre gut und gerne ihren Dienst tun könnten. Weil die Fahrverbote auf fragwürdigen Grundlagen entstanden sind. Stattdessen fordern wir eine unabhängige wissenschaftliche Überprüfung, ab welcher Konzentration Feinstaub und Stickoxide für den Menschen gefährlich sind. Erst mit einer solchen Untersuchung kann sich überhaupt vernünftige Grenzwerte festlegen. Wir fordern auch, die Luftqualität in Stuttgart vernünftig und richtig zu messen. Würde das bereits passieren, müssten wir uns heute hier überhaupt nicht versammeln. Es kann doch nicht sein, dass die Messstelle in Stuttgart am Neckartor dafür verantwortlich ist, dass ich, wenn ich unter dem Flughafentunnel hindurch von Bernhausen nach Bliningen fahren möchte, am Ortseingang von Bliningen für mich die Fahrt zu Ende sein soll und gleichzeitig am Stuttgarter Flughafen täglich 400 Flugbewegungen stattfinden. Wir appellieren an die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, unsere Anliegen in den Blick zu nehmen und fordern deswegen unsere politischen Vertreter auf Landes- wie auf Bundesebene auf, endlich gegen ein generelles und flächendes Fahrverbot vorzugehen. Vielen Dank.